10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute ein bisschen was anderes als das, was ihr vielleicht erwartet hättet bei einem COD-YouTuber. Und zwar werde ich heute etwas testen, ein Unboxing machen. Ich habe relativ durch Zufall eine neue Firma bzw. ein neues Produkt entdeckt und war sehr gespannt darauf, das zu probieren. Und nach einem kurzen Kontakt und alles sehr freundlich, sehr schnell, habe ich ein Paket bekommen. Ich habe ein Paket von Loot Drink bekommen. Loot Gaming Booster. Das bedeutet, ihr kennt ja wahrscheinlich die beiden größten Anbieter. Wir haben zum einen G Fuel, die eigentlich ja auf dem amerikanischen Markt verantwortlich sind und das ist auch deren Haupteinnahme- und Verkaufsquelle. Und in Deutschland haben wir als Big Player auch noch Level Up. Level Up kennt, glaube ich, jeder von euch. Ich glaube, fast jeder wichtige, große COD-YouTuber ist da irgendwie verpartnert. Ist auch ein relativ neues Unternehmen ja noch. Das heißt, Level Up besteht noch nicht allzu lange. Ich glaube, 2-3 Jahre. Ich kann auch lügen. Ich bin da nicht allzu gut informiert. Und G Fuel ist ja der Anbieter in Amerika. Mit dem Doom-Clan, mit dem Carnage-Clan. Überall seht ihr andauernd diese G Fuel-Werbung. Und ich persönlich bin ja jemand, und das wisst ihr, ich trinke unglaublich viel Cola, ich trinke viel Koffein, ich trinke viel Red Bull, Monster, Energy Drinks und, und. Gerade wenn ich mal längere Zock-Sessions habe oder ich weiß, okay, ich komme von der Arbeit um 18, 19 Uhr, ich muss noch 2-3 Stunden aufnehmen, ich muss dann noch ein bisschen die Videos cutten, das dauert auch Stunden, ich überlege mir Skripte für die Videos, es sieht immer frei gesprochen aus, aber ich überlege mir natürlich vorher, worüber spreche ich muss Infos sammeln. Ich habe manche Tage, da sitzt mein Tag 16, 17, 18 Stunden und ich möchte das gerne machen, weil YouTube mir persönlich Spaß macht. Das Problem ist, zwei Probleme, die ich mit Red Bull und Monster Energy und bisher hatte. Zum einen ist der Preis einfach sehr, sehr groß. Dafür, dass ich eben nur eine kleine Dose habe und die Wirkung meiner Meinung nach bei mir so nach einer Stunde, eineinhalb auch schon schnell wieder aufhört. Das zweite Problem ist, ich bin nicht so ein Fan von Zuckerwasser. Also wenn man so richtig süßliches Zeug nur trinkt. Das klingt dumm, weil ich viel Cola trinke. Es ist bei mir irgendwie was anderes. Aber bei Red Bull und Monster habe ich immer das Gefühl, dass es einfach sehr, sehr viel Zucker ist, sehr, sehr süß. Selbst die Produkte mit Zuckerersatz finde ich nicht so dolle auf Dauer. Und dieses Mal habe ich etwas Neues bekommen aber. Und das wollen wir hier einmal auspacken. Ihr seht hier, wunderbare Box, passt auch alles. Loot Gaming Drink, ein neuer Anbieter auf dem deutschen Markt. Ich kannte ihn vorher nicht und ich durfte mir netterweise eine Probesorte aussuchen. Und wenn ihr auf die Seite geht, ich werde es verlinken, Info von mir vorab, ich habe diese Box Ultra Instinct bekommen mit dem Shaker dazu. Ultra Instinct ist nicht näher beschrieben, was für ein Farb oder was für ein Geschmack das ist. Den werden wir jetzt gleich ausprobieren. Dazu möchte ich sagen, ich habe dieses Paket umsonst bekommen. Ich bekomme aber weder für dieses Video Geld, noch bin ich derzeit mit Loot Game Booster irgendwie verpartnert, bekomme irgendeinen Vorteil, kein gar nichts. Die Jungs und Mädels dort haben dieses Produkt mit, das wurde mir erzählt, 9 Monaten Entwicklungszeit hergestellt. Sieht sehr, sehr geil aus. Vor allen Dingen, weil ich ein großer Dragon Ball Fan bin, habe ich mich direkt für diese Geschmacksrichtung entschieden. Und muss euch sagen, ich bin ziemlich gespannt, wie es schmeckt und werde dieses Review natürlich hochladen. Unabhängig davon, ob es mir gleich schmeckt oder nicht. Ihr seht auch, es ist alles noch zu. Ich habe es noch nie aufgemacht, ich habe es noch nicht probiert. Mir wurde nur vorab gesagt, es ist eine Geschmacksrichtung, die man so noch nicht kennt und ich soll absolut, absolut begeistert davon werden. Ich weiß es nicht, ich werde mir jetzt erstmal Wasser holen. Ich habe mir einmal Eiswasser geholt ohne Kohlensäure und einmal mit Kohlensäure und werde es mit euch einmal shaken und probieren. Dann wollen wir mal gucken, mein Wasser habe ich jetzt, wie viel ich überhaupt brauche und was hier eigentlich so komplett drin ist. So, wir haben erstmal Original-Shaker von Loot. Sieht ziemlich cool aus. Ich mag dieses weiße, ein bisschen durchsichtige. Ich habe gesehen, andere Anbieter haben auch so eine Art Dark Knight Edition. Ich weiß nicht, ob es sie hier schon gibt, finde ich aber auch sehr geil. Hier ist sonst nichts weiter drin. Keine Sticker, kein gar nichts, die ich auch nicht brauche. Und dann haben wir Loot Ultra Instinct. Wir haben hier eine Packungsgröße von, das muss ich mal gucken, das weiß ich nämlich aktuell gar nicht, 400 Gramm. Das heißt 50 Anwendungen. Ich habe online geguckt, aktuell gibt es Ultra Instinct für 34,99. Wenn ich runterrechne und ich trinke zum Beispiel eine pro Tag, ist das auf jeden Fall deutlich günstiger als Red Bull, Energy und alles Mögliche.
Jetzt muss ich den Kram natürlich aufmachen. Habe ich hingekriegt, ohne mir die Finger zu brechen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das Ergebnis davon ist. Der Shaker sieht gut aus. Shaker sind ja immer eigentlich aus Plastik, aus Hartplastik. Das wird auch überall so sein. Hier seht ihr Deckel und Inhalt. Hier ist noch was drinne beim Shaker. Shaker Store Expanded, a Shaker Manufacturer. Okay, das ist also ein Produkt, was aus aus Ungarn kommt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Wasser ohne Kohlensäure zu nehmen, weil ich der Meinung bin, sowas sollte man ohne Kohlensäure trinken. Schmeckt mir persönlich zumindest besser, kann jeder machen, wie er möchte. Ich betone nochmal, ich habe es noch nie probiert. Ihr seht, es ist zu. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Gaming Booster getrunken, weil ich einfach in Deutschland von dem Anbieter nicht überzeugt war. Es gibt noch so kleinere Anbieter, die finde ich absolut gar nicht dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt schon das ganze Pulver in meinem Gesicht im Prinzip drin, weil ich es nicht ordentlich aufgemacht habe. Vom Geruch her, schwer zu beschreiben. Es riecht ein bisschen wie ein bisschen Vanille mit drinne, würde ich sagen. Ein bisschen fruchtig. Dadurch, dass keine Beschreibung beim Geschmack dabei war, wusste ich jetzt auch von Anfang an nicht so 100%, auf welchen Geschmack ich mich hier einlasse. Und hier kommt richtig viel raus, muss ich gerade feststellen. Also hier ist richtig viel. Ich muss das hier einmal kurz zusammenschütteln und zusammenshakern. So, jetzt ist das hier leer. Jetzt ist die Frage, wie viel nehme ich pro Anwendung? Okay, hier steht, tägliche Anwendung sollte sein, täglich ein Messlöffel 8 Gramm Pulver. Diesen Messlöffel kriegt ihr in dem Paket anscheinend immer mit. 8 Gramm Pulver auf 400 Milliliter Wasser. Ein Messlöffel dürfte dann das hier sein, was ich hier habe. So, das heißt, die Tagesempfehlung dort sind 8 Gramm, also ein Messlöffel, auf 400 Milliliter Wasser am Tag. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr nicht mehr davon nehmt. Denn letzten Endes ist es wie bei Energy. Gaming Booster sollen beim Zocken helfen, sollen die Konzentration erheben, sollen auch das Serotonin, sprich die gute Laune, die Endorphine in eurem Körper hochschalten. Wenn ihr davon aber wie bei Energy literweise von trinkt, dann wird das irgendwann einen negativen Effekt haben. Es geht da immer darum, ein gewisses Maß zu haben. Ich habe jetzt hier diesen einen Messlöffel, das sind ungefähr 8 Gramm. Der geht jetzt erstmal in den Shaker. Sehr geil ist, dass ihr das Ganze hier auch zumachen könnt. Das heißt, wenn ihr es reinfüllt, könnt ihr es zumachen und könnt genauer portionieren. Das tue ich jetzt erstmal hier rein. Dose kommt wieder zu. Und der Geruch, ich finde den Geruch sehr interessant. Es ist ein bisschen Vanille, es ist ein bisschen Frucht. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das gehen wird. Wir haben jetzt also alles im Shaker, was wir brauchen. Und nehmen jetzt, ich habe hier eiskaltes Wasser. Und nehmen jetzt hier noch 400 Milliliter. Solltet ihr keinen Messbecher haben, macht das nichts. Ihr habt nämlich hier auf dem Becher, das könnt ihr jetzt nicht so 100% sehen, auch noch in dem Shaker. Auf der Seite ist das hier die Anzeige, wie viel ist da eigentlich jetzt gerade drin. So, jetzt haben wir hier 400 Milliliter. Das Ding geht einmal zu. Decke solltet ihr verschließen dabei, ansonsten habt ihr den Kram in der Hand. So, und jetzt mal gucken, dass der auch ordentlich zu ist, denn sonst habe ich das Problem, dass mir das Ganze gleich ins Gesicht spritzt. Viele von euch mögen das vielleicht, ich nicht. So, und erstmal shaken. So, geshaked haben wir das Ganze. Einmal kurz die Hände abtropfen. Ich habe hier überall nämlich Pulver, weil ich es eben falsch aufgemacht habe. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Geschmack davon ist. Also, es riecht jetzt fruchtiger als eben das Pulver an sich. Es riecht ein bisschen weniger nach Vanille. Ein bisschen säuerliche Frucht, würde ich sagen. Es ist schwer zu beschreiben. So eine Art noch ein bisschen Johannisbeere, Schwarzbeere dazu. Rein vom Geruch her. Wie gesagt, das erste Mal probieren, ihr seid live dabei. Lecker. Ist der erste Eindruck. Und ich versuche gerade rauszufinden für euch und euch zu erklären, nach was es schmeckt. Muss man mal.
Es ist super schwer zu erklären, nach was es tatsächlich schmeckt. Es ist fruchtig. Es ist nicht so süß. Das heißt, man kann es wunderbar trinken. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier 50 Gramm Zucker inhaliere. Es hat so eine Farbgestaltung. Das heißt, ihr könnt hier gerne mal gucken. Ist ein bisschen dunkler. Rein vom Geschmack her würde ich sagen, ist ein bisschen vielleicht Johannisbeere mit drin, vielleicht so ein bisschen Himbeere. Der Vanillegeruch, den ich hatte, den schmecke ich jetzt sozusagen nicht mehr. Schmeckt sehr, sehr fruchtig, was mir gefällt, weil ich mag so Fruchtsäfte auch zwischendurch. Ich trinke ja nicht nur Cola. Und rein vom Geschmack her gefällt es mir sehr, sehr gut. Mir gefällt der Geruch sehr gut. Ich bin also positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was mir ein Problem bereitet, ich kann nicht genau erklären, welche Frucht da insgesamt mit drin sein soll. Es ist definitiv fruchtig, es ist nicht sauer, es ist nicht süß. Ich kann leider noch nichts dazu sagen, wie die Wirkung ist. Das heißt, ich werde, während ich jetzt sozusagen im Nachgang das Video schneide und alles und die anderen Videos bearbeite, werde ich natürlich heute den Tag über weiter trinken und werde schauen, werde euch natürlich auch darüber berichten. Es schmeckt auf jeden Fall gut, es gefällt mir. Rein vom Geschmack her würde ich sagen, Level Up hat mir damals gut geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier schmeckt mir ebenfalls gut. Und wenn ich hatte damals eine andere Geschmacksrichtung. Ich hatte, glaube ich, Jungle irgendwas. Das fand ich in Ordnung. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war eben in Ordnung. Man kann es kaufen. Und hier würde ich sagen, gebe ich rein vom Geschmack her 8,5 von 10, vielleicht 9 von 10. Da muss ich noch ein bisschen testen. Ich würde halt gerne rausfinden, welche Geschmacksrichtung es wirklich ist. Ich kann es aktuell einfach 100% nicht. Das Geile ist, wir haben auch einen sehr schönen Filter in dem Becher mit drin. Das heißt, da kann jetzt auch nichts groß irgendwie reinfallen. Man kann es angenehm trinken. Wirklich, ich schwöre, es könnte irgendwas mit Himbeere, Johannisbeere sein. Aber ich kann es nicht 100% sagen. Ich werde also heute von Loot das Ganze noch weiter trinken. Ich finde meine Geschmacksrichtung sehr geil, die ich mir da ausgesucht habe. Vielen Dank an der Stelle nochmal fürs kostenlose Zusenden. Habe ich nicht erwartet. Freut mich natürlich. Den Shaker könnt ihr selbstverständlich auch wieder reinigen, das ist klar. Und wie gesagt, ich werde Loot Drink erstmal unten verlinken. Wie gesagt, ich habe keine Partnerschaft aktuell. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Das Einzige, was bisher war, ich habe diese Geschmacksrichtung Loot Ultra Instinct umsonst erhalten zum Testen. Und das finde ich sehr geil und wollte es gerne mit euch einmal teilen sozusagen. Wie die Wirkung ist, erfahrt ihr im nächsten Video. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.